Das Menü von unterwegs konnte ich leider nicht mehr aufnehmen, was ich am Feuer zubereitet habe. Es ist ziemlich simpel, aber damit ihr nochmal so einen Überblick bekommt, was ich da gemacht habe, koche ich es jetzt nochmal hier so in der Zivilisation nochmal für euch nach. Ich habe einfach auf dem Feuer den Topf aufgestellt, ein bisschen Rapsöl erwärmt, Schinkenstückchen dabei. Temperaturen sind recht realistisch. Geht in die Richtung. So leicht angeschmort. Auf dem Feuer habe ich natürlich den Topf direkt in die Glut gestellt. Das muss ich dazu sagen. Danach habe ich dann einfach die Zwiebeln, die ich noch mit hatte, normale und eine rote Zwiebel mit dabei gepackt. Zack, zack, zack. Das dort auch dementsprechend nochmal vermengt, einmal umgerührt. Da war schon alles gleich angeschwitzt. Danach kam noch eine Tomate hinterher. Wir bringen noch ein bisschen Feuchtigkeit mit rein. Durchgerührt. Zack. Da kommen die Röstaromen gut durch, die Zwiebeln bilden so eine Süße. Der Schinken war auch sehr super dabei. Und dann habe ich einfach, tja, diesmal nehme ich es jetzt hier aus der Büchse, ganz einfach Baked Beans dabei. Das Ganze ein bisschen durchgerührt zwischendurch. Auf dem Feuer musste ich noch ein bisschen mehr rühren, damit der Topf nicht anbrennt. Das muss ich natürlich dazu sagen. Stand direkt auf der Glut. Das ist dann immer so ein bisschen schwieriger zu regulieren. Es sei denn, man stellt den Topf ein bisschen höher, indem man so am Rand ein paar Steine unterlegt und die Glut dann unten passend unterschüttet und so weiter. Das ist schon fast die Grundbasis, die ich dann dementsprechend unterwegs gegessen habe. Sehr einfach, bringt aber Energie und es war sehr kalt. Bei diesen minus 2 bis 0 Grad in dem Bereich habe ich mich so aufgehalten. Bei den 81% Luftfeuchtigkeit. 81 Luft, ja, genau. Das war so der Durchschnittswert. Da fühlt man sich dann irgendwann auch so ein bisschen unterkühlt, durchnässt. Und dementsprechend habe ich das dann so erstmal zusammengerührt. Das war erstmal so die einfache Grundbasis. Sehr, sehr lecker, muss ich dazu sagen. Und unterwegs hatte ich dann auch noch, ich habe es nochmal extra umgefüllt, damit ihr das auch seht, einfach mal so ein kleines Gläschen mitgenommen und habe mir dort ein bisschen Petersilie und Schnittlauch reingepackt. War sehr lecker. Das habe ich mir dann auch so teilweise vorher schon ein bisschen was reingeschüttet. Für den Geschmack. Aber Kräuter niemals zu früh reinpacken. Lieber ein bisschen später, damit man nicht das ganze Aroma verliert von den Kräutern. Gewisse Kräuter, bei denen funktioniert das ganz gut, aber das Timing dafür, das entwickelt man selber. Im Grunde genommen, die ganze Geschichte habe ich jetzt noch so ein bisschen aufköcheln lassen
Und fertig war mein Waldmenü. Die Tomaten zusätzlich nochmal zu der Tomatensoße. Im Wald habe ich es noch ein bisschen kleiner geschnitten. Bringt noch ein bisschen Feuchtigkeit mit rein. Kann man noch ein bisschen länger köcheln lassen. Und am Ende des Menüs einfach nochmal ein bisschen Schnittlauch und Petersilie oben drüber gegeben. Und schon hatte man das fertig. Hier ist es ein bisschen entspannter, da ich die Feuchtigkeit in Temperatur regeln kann. Muss ich dazu sagen. Im Wald ist das ein bisschen schwieriger, die Höhen des Topfes von der Glut her verhältnismäßig so einzustellen. Aber es funktioniert. Ich habe da auch einen ganz einfachen Stahltopf mit gehabt. Die Pros unter euch, die sagen dann natürlich, ja, ich nehme mein Campinggeschirr, Campinggesteck mit. Dann ist das etwas leichter, das Material. Diesmal war es bei mir nur ein kleiner Ausflug. Da habe ich dann gesagt, komm, da kannst du auch den Stahltopf mitnehmen. So ein bisschen durchrühren und schon hat man dann, ja, den Geschmack von den angerösteten Zwiebeln und dem, naja, diesmal war es ein bisschen nicht regional, diesmal habe ich mal ausnahmsweise Südtiroler Schinken genommen, Südtiroler Speck Schinken, ja, es war lecker. Ansonsten kaufe ich auch sehr gerne regional. Versuche lange Transportwege von Produkten zu vermeiden, indem ich regional kaufe. Aber es ist ja auch immer unterschiedlich. Manche würden auch gerne mal regional kaufen, können aber nicht. Das ist auch so ein Faktor. So langsam kommt es auf Temperaturen. Und so habe ich es dann dementsprechend angeköchelt. Nachher noch ein bisschen Petersilie und Schnittlauch drüber. Da ich jetzt diesmal die fertigen Baked Beans genommen habe, brauchte ich auch kein zusätzliches Salz hinzufügen. Überwürzt euer Essen nicht. Esst mal ein, zwei Wochen mit weniger Würzung und ihr werdet wirklich merken, wie salzig manche Produkte sind, die man zwischendurch genießt. Und zu viel Salz ist auch nicht die Lösung. Zum einen nicht gesund, das heißt bei Bluthochdruck oder anderen Sachen. Und ja, weniger ist manchmal mehr. Ja. Leider war der Akku im Wald ja leer, ansonsten hätte ich euch das gerne nochmal auf dem Feuer authentisch gezeigt, aber ich denke, ihr könnt euch das jetzt so ungefähr vorstellen und ja, es gibt viele Sachen, die man machen kann. Macht sie selber, kauft nicht unbedingt immer was Fertiges. Okay, mit den weißen Bohnen habe ich ein bisschen gemogelt, was in der Tomatensoße. Aber die hätte ich auch mit Tomatenmark, Wasser, dementsprechend dann zusammenrühren können und hätte ein leckeres Menü gehabt. Am Ende nochmal so ein bisschen Kräuter drüber. Und dann schmeckt die ganze Geschichte richtig lecker. Es muss ja nicht immer schickimicki sein. Manchmal sind es auch die einfachen Dinge, die satt machen. Und ja, dementsprechend kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Manche sagen auch, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, dann ist das halt so. Hauptsache es hat geschmeckt. Ich bin jetzt so nahezu mit dem Nachkochen fertig und werde jetzt nochmal vergleichen, ob es indoor genauso gut schmeckt wie außerhalb. An der frischen Luft ist das natürlich immer eine sehr feine Sache. Da spricht absolut gar nichts gegen. Aber naja. Und man sieht sich, hört sich, liest sich. Wenn ihr Ideen habt,
Inspiration, Verbesserungsideen. Einfach in die Kommentare unten reinpinnen. Und wenn euch mein YouTube-Kanal gefällt, bitte gerne abonnieren, teilen. Ich werde euch auch unterstützen. Bis dann. Ciao.